Na, habt ihr mal wieder hier drauf geklickt, um mir zuzusehen, wie ich super viel Geld für Sachen in Minecraft ausgebe? Dann seid ihr hier heute mal wieder absolut richtig. Denn ich war mal wieder auf Fiverr unterwegs und habe 4 Leuten genau das gleiche geschrieben. Und zwar brauche ich ihre Hilfe, um bereits vorhandene Strukturen, also wie eine Pyramide, einen Dschungeltempel, ein Dorf, einen Mineshaft, einen Stronghold, es ist vollkommen egal. Sie sollen sich selber eine Struktur aussuchen, die sie upgraden, damit das eine neue, verbesserte Struktur ist. Und dafür habe ich einmal 50 Euro, 150, 500 und 1000 Euro in die Hand genommen. Und ich werde mir jetzt nach und nach diese Bestellungen angucken, ohne dabei zu wissen, welche Bestellung wie viel Geld gekostet hat, und gebe meine Einschätzung. Und nach der letzten Folge habe ich auch ehrlich gesagt gemischte Gefühle. Dort war die teuerste Bestellung für 600 Euro, naja, durchwachsen. Aber zeitgleich war die günstigste Bestellung halt richtig, richtig gut. Aber generell sind halt richtig, richtig gute Bestellungen eine Seltenheit. Falls ich euch nochmal dran erinnern soll, als wir zum Beispiel mal Texture Packs gekauft haben. Oder 20 Euro, was ist das? Neue Challenges. Aber wenn das was anderes als 10 Euro gekostet hat. Niemals. Intros. Oder uns halt schon richtig oft einfach irgendwelche Maps aus dem Internet verkauft wurden. Ist alles schon vorgekommen. In diesem Projekt, in der Fiverr-Serie, kann einfach jedes Mal alles passieren. Und ich nehme diese Videos auch absolut gerne auf, denn ihr unterstützt diese Serie so unfassbar krass. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Lasst auch diesmal gerne wieder einen Like da. Abonniert auch auf jeden Fall diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir, ganz, ganz wichtig, eure Meinungen zu den jeweiligen Bestellungen in die Kommentare. Denn es interessiert mich immer wieder, was ihr zu diesen wunderbaren oder vielleicht doch nicht so wunderbaren Sachen sagt. Hier seht ihr nochmal die Beweise, dass ich, by the way, das gesamte Geld auch wirklich ausgegeben habe. Und wenn wir uns mal ein bisschen hier nach vorne bewegen, dann seht ihr auch schon 4 wunderbare Portale, die mich jeweils zu einer Welt bringen werden, wo eine neue, geupgradete Struktur auf mich warten wird. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Struktur würdet ihr euch denn herausnehmen, wenn ich euch diesen Auftrag geben würde. Welche Struktur würdet ihr nehmen? Denn alle Fiverr-Verkäufer hatten auch die große Auswahl. Ich habe ihnen sogar eine lange Liste mit allen Strukturen noch dazu geschrieben, dass sie halt wirklich nicht auf die Idee kommen, etwas komplett Neues zu erschaffen. Ich will euch ehrlich gesagt nicht noch länger voll labern. Wir starten mit Bestellung Nummer 1. Bitte, bitte, lass das heute eine gute Fiverr-Folge werden. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was... Es ist auf jeden Fall eine interessante Begrüßung. Muss ich mich jetzt... Also, ja, nichts lieber als das. Moment. Also, wir hatten also schon vieles in so einem Fiverr-Video, aber... Willst du dir irgendwie mit mir gemeinsam irgendwie die Struktur angucken oder was? Wir befinden uns offensichtlich in einem Dschungel und in einem Dschungel kann nur eine einzige spezielle Struktur spawnen, und zwar ein Dschungeltempel. Also es kann auch ein Rune Portal geben, aber das ist eben die einzige Struktur, die nur mit dem Dschungel zu tun hat, die es nirgendwo anders geben kann. Und ich sag euch ehrlich, ja, das finde ich ist ehrlich gesagt eine schlaue oder eine gute Wahl, denn die Struktur hat definitiv ein Upgrade verdient, denn guckt euch mal den Dschungeltempel an. Er ist halt klein, er hat eine krasse Trap mit Dispensern und bietet jetzt nicht den Ultra-Content. Und das hier scheint wohl ein größerer Dschungeltempel zu sein. Wir haben als allererstes Stonebricks, Mossy Stonebricks, Cracked Stonebricks und eben auch Dschungel-Leaves und viel Verwilderung mit drin. Grünzeug passt natürlich. Dschungelbäume sind... Weiß jetzt nicht, ob das so absieht. Also es sieht... Naja, also... Ja, er sieht interessant mit eingebunden aus. Und wenn wir uns das Ganze mal von weiter weg angucken, also das sieht schon gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Man sieht auch im Kern auf jeden Fall, man erkennt den Dschungeltempel. Also er ist schon definitiv wesentlich größer. Aber wir haben an 4 Seiten einen Treppenaufgang. Dann oben ein Überstand, ein Dach, von dem es dann hier runter geht. Aber vorher wollte ich noch sagen, ich finde es schön detailliert. Also hier mit dem Wasser. Und generell finde ich halt einfach das Naturtheme hier außen auf jeden Fall super gut mit eingegriffen. Also mit aufgegriffen. Ist echt schön hier nochmal mit ein bisschen Moos. Aber das ist ja erstmal das, was wir außen haben. Ich hoffe, und wir haben das ja oben gesehen, ist das hier der offizielle Eingang in die Struktur? Oder gibt es irgendwie Secret-Eingänge? 4 Cave-Spider-Spawner. Alright, die, okay... Zombie-Spawner, also sehr viele Spawner. Dispenser, also rein theoretisch so, wie wir das in der Originalen auch haben. Wir haben viele Räume. Ist hier... Okay, also das sieht mir ein bisschen random aus, so. Also die Dispenser haben halt überhaupt keine Funktion. Genauso wenig wie die Knöpfe. Also hier ist keinerlei alte Redstone-Technik oder so dahinter verbaut. Ich glaube, es wurde ehrlich gesagt hier ein bisschen mehr nur auf die Optik Wert gelegt. Die Kisten sind leider auch leer. Es geht hier aber auch noch weiter nach unten. Haben, okay. Oh.
Aha, alright. Da hat jemand auf jeden Fall richtig Spaß am Platzieren von Spawnerblöcken gehabt. Leider kann ich die Loot-Tables und so weiter nicht einschätzen, aber da, okay, das sind schon da, also das sind schon wirklich, die Dungeons hier, die knallen rein. Also die Struktur ist auf jeden Fall nicht ohne. Also Wither-Skelett-Köpfe sind auf einmal auch hier. Ich finde ehrlich gesagt, das ist schon ein ordentlicher Dungeon, also der hat es auf jeden Fall in sich. Ich mag es, wenn es ordentlich schwer wird. Mit einem Labyrinth nochmal eingebaut. Hier haben wir auch direkten Bezug. Okay, hier sind mal ein paar Sachen drin. Hier haben wir direkten Bezug zu, naja, dem, was wir halt auch im echten Dschungeltempel haben. Nämlich Dispenser und Tripwire-Hook-Traps. Hier haben wir, boah, das ist eine halbe Adventure-Map. Also hier haben wir halt ein Lava-Labyrinth, in dem man nicht springen darf. Ist jetzt tatsächlich nicht ultra schwer. Aber das ist schon ganz cool gemacht. Mich interessiert, sind diese Kisten jetzt hier befüllt? Ist das hier der große, nö, der große Endboss-Raum sozusagen? Also insgesamt ist das schon echt, naja, also so wird das nie in Minecraft ins Spiel eingebaut werden. Da sind wir uns alle einig. Aber es wurde auf jeden Fall eine Struktur geupgradet. Wenn auch mit ein bisschen zu vielen Spawnern. Aber ich fand das wirklich gut. Also das ist halt wirklich schon ein doch gut komplexer Dungeon, der auch auf jeden Fall gut aussieht. Hier oben können wir uns das Ganze auch nochmal angucken, ohne dass das in den Dschungel mit eingebaut ist. Und da muss ich wirklich sagen, also mir gefällt die Struktur echt. Das sieht halt wirklich richtig gut aus, wie so ein, hätte ich im Spanischen durch noch ein bisschen besser aufpassen sollen. Also wie so ein Aztekentempel oder ist das eher Maya? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Also ich mag das wirklich. Erste Bestellung. Ich bin nicht enttäuscht. Ich finde das optisch und auch innen drin, ja, kann man noch besser machen. Aber vollkommen in Ordnung. Also deswegen, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wir haben 50, 150, 500 und 1000 Euro. Und wer mir häufiger schon zugesehen hat, der weiß, dass ich oft ein bisschen falsch liege bei meinen Preiseinschätzungen. Aber ich sage hier, das ist nicht die günstigste Bestellung. Das ist nicht die teuerste. Wir sind im Mittelfeld. Es ist jetzt die Frage, ob wir 500 oder 150 haben. Und ich glaube, ich tendiere eher zu den 150. Für 150 Euro finde ich das richtig gut. Finde ich super happy, super gemacht. Ob ich mit 500 Euro so zufrieden damit wäre, lasst mir da mal auf jeden Fall eure Meinung, eure Kommentare zu Struktur Nummer 1 da. Und ich fand's gut. Ich fand's echt gut. Und ich hoffe, dass ich Struktur Nummer 2 auch gut finden werde. Wir werden uns in die Welt begeben. Portal Nummer 2. So, wir sind in einer neuen Welt. Ich sehe dort hinten ein Dorf und ich habe ein bisschen Angst, mich umzudrehen. Besser gesagt, nach vorn zu gucken. Oh, okay, okay, okay. Wir sind auf jeden Fall in einem Plains-Biom und ich könnte mir vorstellen, ich habe als erstes an einen Pillager-Outpost gedacht, weil ich die Kollegen da gesehen habe, die Zelte, die wir auch bei Pillager-Outposts so haben. Ich glaube, wir haben ein geupgradetes Dorf. Das ist ein Dorf mit wesentlich mehr, das könnte so dieselbe Anzahl von Häusern, naja, es sind schon ein paar mehr Häuser, aber mit wesentlich größeren Häusern und ja, Dörfer habe ich in letzter Zeit, in den letzten Minecraft-Jahren, äußerst viel mehr angesehen. Und ich kenne die Häuser. Und es gibt unter anderem ja auch immer wieder so einen kleinen Stall, so ein kleines Gehege, so mit Zaun und mit Zauntörchen. Da sind manchmal auch Pferde drin. Ich bin mal gespannt, ob man genau diese Gebäude, die man normalerweise auch in einem Dorf hat, hier wieder finden kann. Denn das könnte hier der Stall sein. Cool, finde ich nice. Also, das ist ganz nett gebaut. Ist ganz sweet. Wir brauchen keinen Boden, denn ne, wir sind hier im Stall. Dann haben wir hier Gebäude Nummer 1. Könnte das... Das ist das Haus der Bibliothekare. Ja, minimalistisch eingerichtet, aber sind die aktuellen Häuser in, bei Villagern auch. Okay, läuft nicht schlecht bei denen. Also, okay, sorry. Ich glaube, ich werde mich demnächst nicht mehr mit den Librarians anlegen, weil, also, Jungs, also... Sag Bescheid. Wenn ich mal irgendwann eine Challenge wieder spielen sollte und ich direkt in ein Dorf gehe und da 4 Full Netherite-Rüstungen liegen werden, nicht schlecht. Also wir haben hier generell viele Häuser. Wir haben diese Dinger, die man halt, also finde ich ja gut, weil die sind ja auch original beim Pillage Outpost wesentlich kleiner. Ja, also ob das Haus jetzt halt so wunderschön ist, ist halt das klassische quadratische Haus, was, ne, so in der Art, ist halt, naja, 3 Quadratmeter größer. Aber ist ganz nett. Ich weiß aber nicht, ob ich von allen Häusern... Okay, aber wir haben hier teilweise auch komplett neu. Netherite scheint es im... Ne, hier gab es wohl einen 24-Stunden-Stream. Also ich weiß nicht, ob ich von allen Strukturen, die es so gibt, halt ein Dorf nehme, um zum Upgraden. Weil ich finde, ein Dorf, so wie es ist, in den verschiedenen Variationen, in sich geschlossen, finde ich top. Hier haben wir bei einem Fletcher mal das zu Hause. Hier kannst du ein bisschen deine Produkte zeigen und sagen, hey, wenn du mal was testen willst, sag Bescheid.
Ich habe die beste Ware. Das wäre wirklich cool, wenn es die Targetblöcke bei Fletcher irgendwie so geben würde. So einen kleinen Übungsplatz. Das wäre echt nice. Die Dorfmitte mit, naja, also... Ja, gut, der Brunnen, der könnte schon ein bisschen schön aussehen. Ne? Wir müssen... Also, ein bisschen Ansprüche haben wir auch. Boah, also... Ich sag euch ehrlich, also bei den Villagern läuft es definitiv besser als bei denen, die ich sonst so sehe. Also wir haben hier generell Häuser, die geupgradet wurden. Ich würde sagen, es ist schon das erfüllt worden, was ich halt wollte. Es ist eine Struktur, und zwar ein Village. Es wurde geupgradet, definitiv. Es ist größer. Es ist sichtlich geupgradet. Die Häuser sind, ja, also designmäßig, guck mal, es ist schon gut. Aber es ist halt auch mehr oder weniger schon ein Basic-Haus. Ich will jetzt nicht zu hohe Ansprüche stellen. Ne? Aber wir reden hier immer noch, ja, ich habe immer noch die Zickzack-V3-Sachen bei den Bildern replaced. Wundert euch nicht. Ich habe das Gefühl, manche Häuser wurden eben natürlich auch gecopy-pasted, was jetzt kein, also ist jetzt keine Straftat, das ist schon in Ordnung. Aber muss man halt mit einberechnen, aber es sind doch schon noch viele Custom-Sachen hier mit rein. Ja, Enchanter, das ist auf jeden Fall der Level 100 Enchanter anscheinend. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal von oben angucken, also man erkennt im Ursprung, dass das hier mal ein Dorf war. Wir haben wesentlich groß, also größere Felder. Das ist süß gemacht, das ist nett. Es ist schon ein größeres, verbessertes Dorf. Es ist, muss man auch anrechnen, wir haben trotzdem noch Wege, wir haben Gras, wir haben Blümchen. Das würde, wenn es jetzt hier so eine flache, abgekantete... Ja, gut, es ist jetzt hier ein bisschen geflacht, aber es hat halt ein bisschen... Es ist hier ein bisschen Leben drin und auch mit den großen Feldern. Es ist schon im Grunddesign gut umgesetzt. Ich weiß aber nicht so ganz, warum, aber mir hat irgendwie Bestellung Nummer 1 besser gefallen. Aber ich glaube, es liegt mehr daran, dass ich den Dschungeltempel als einzelne Struktur besser fänden würde, den zu verbessern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, das hier ist schon gut gemacht. Aber ich würde hier tatsächlich mit der 50-Euro-Bestellung gehen. Mit 50 Euro bin ich hardcore zufrieden hiermit. Das ist vollkommen legitim, ist super nice. Aber rein... ich hoffe, dass wir halt noch bessere Sachen sehen. Und eventuell wird sich eine bessere Sache hinter Portal Nummer 3 verstecken. Ich bin gespannt. Zwei Sachen haben wir noch. Und ich hoffe, dass wir hier nochmal einen großen, insanen Brocken sehen werden. Und vielleicht sogar direkt jetzt hier. Wir befinden uns wieder im Dschungel. Das bedeutet, haben wir wieder einen Dschungeltempel? Sieht wohl danach aus. Hilfe! Das ist definitiv größer. Bro, was ist das für ein Riesenapparat? Wir haben wieder Stonebricks, Cracked Stonebricks, Mossy Stonebricks. Diesmal auch Andesite mit drin. Haben grüne Teppiche. Wieder viel Natur, viel verwachsen. Das ist super, super wichtig, finde ich, bei einem Dschungeltempel, wenn du den upgradest. Und das ist schon wirklich gigantisch. Also hier haben wir... Das ist definitiv nicht nur noch eine... Also, das ist eine Ruine, ja, aber das ist halt wirklich ein Tempel. Ein großer, gigantischer Tempel, der eben auch wieder von unten breiter nach oben hin enger zuläuft, wie eine Art Pyramide. Aber das Ganze wird hier nochmal getoppt mit, das sollen hier so überdimensionale Fackeln sein. Hier oben haben wir nochmal so einen großen Überstand. Das sieht schon episch aus, das sieht wirklich schon, das sieht schon gut gemacht aus. Emerald-Erze passen halt eben auch nochmal rein. Oben, da werden wir sogar belohnt mit einem Dia-Block. Könnte man auch in der Woodland Mansion finden. Aber finde ich auf jeden Fall hier auch nochmal einen interessanten Pick. Moment. Was ist das hier, Bro? Ja, kann man machen. Mal ein paar Goldblöcke. Why not? Also von außen finde ich wieder super gut umgesetzt. Ich finde, das sieht nice aus. Logischerweise ist das halt, weil es so von allen Seiten halt eben gleich ist. Es ist halt auch ein bisschen sich die Arbeit vereinfacht. Aber heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Wenn wir jetzt aber hier diese Struktur eben lang gehen, würde mich jetzt mal interessieren, geht es hier irgendwo rein? Haben wir irgendwo neben den ganzen Monstern, die hier spawnen, weil, naja, kein Licht, haben wir auch einen Eingang in der Mitte. Wir haben hier eine Wendeltreppe, die nach unten läuft. Oh, okay. Es geht direkt in verschiedene Bereiche. Wir haben sozusagen vier Eingänge und das sieht hier wieder echt schön dekoriert aus. Wir haben schön viele, sogar ein bisschen zu viel Cracked Stonebricks, haben grüne Teppiche und das ist hier... Sogar mit Loot-Tables, interessanten Loot-Tables. Ob man jetzt halt Nether-Stuff aus einem Warp Forest hier finden sollte, okay, muss jetzt nicht sein. Aber mit so Emeralds, ein bisschen Eisen-Stuff, das ist süß gemacht. Und man muss sich hier halt so ein bisschen durch das Gebüsch kämpfen, wenn man hier nochmal ein paar Monster einsetzt. Und das Ganze vielleicht nochmal, ne, also das wäre dann mehr der Part von
Minecraft, dass man halt jetzt mit dem Upgrade des Tempels dann sozusagen auch neue Kreaturen, neue Dschungelmonster mit einbaut, die dann hier vielleicht spawnen. Und das ist aber jetzt hier einfach nur die Grundlage. Ich glaube, die Kiste ist überall dieselbe. Ja, dann ist das schon echt gut. Also sogar ein bisschen verwirrend. Wenn wir mal im Speck hier lang gucken, dann sehen wir, ja, es wurde jetzt nicht ultimativ viel an den Räumen hier gemacht. Es sind jetzt auch nicht super viele da. Aber es wurde nun mal daran gedacht. Ja, das ist tatsächlich auch alles schon. Bisschen wenig. Also es würde sich sogar anbieten, hier noch weiter nach unten. Dann hast du hier vielleicht so einen großen Bossraum oder so noch. Der große Dschungelbaum, Boss, whatever. Aber ich finde es cool. Ich finde es gut. Also das ist jetzt eine Bestellung, bei der ich mir so denke, das ist schon gut gemacht. Rein optisch, es ist schon gut gebaut. Aber man hätte das vielleicht sogar noch kolossaler, noch krasser werden lassen können, ne? Wenn man das noch ein bisschen weiter nach oben gesetzt hätte. Ah nein, das sieht schon gut aus. Ich bin echt gespannt, was ihr hierzu sagt. Es ist halt, so viel mehr kann ich euch halt nicht zeigen. Und das lässt mich halt überlegen, irgendwie konnte ich Bestellung 3 jetzt sehr schnell schon abschließen. Ist das halt ein gutes Zeichen? Oder eher nicht so? Also auch hier wieder bin ich halt sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Ich habe eine Zahl im Kopf, bei der ich sagen muss, weiß ich nicht. Bauchschmerzen, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das 500 Euro wert ist. 1000 Euro ist das für mich nicht, auf gar keinen Fall. Schwierig. Es ist halt ein sehr, sehr hoher Betrag. Ich weiß nicht, ob da so ein großer Qualitätsunterschied zur 150 Euro Bestellung dabei war. Oder? Was sagt ihr? Ich sage aber so viel. Die große El Grande Finale. Die 1000 Euro Bestellung. Verbirgt sich anscheinend hier hinter. Bin gespannt. Ich freue mich sehr, etwas sehr, sehr, sehr Krasses zu sehen. Hit me up. Come on! Letztes Portal. Bro, irgendwer, also... Ich glaube, es ist offensichtlich, was die neue Struktur hier ist. Wir haben eine Desert Pyramide, einen Wüstentempel. Und eigentlich habe ich darauf gehofft, dass das in der heutigen Folge passieren wird. Denn das ist ohne Zweifel auf jeden Fall an eine Pyramide. So wie wir sie halt auch schon seit Jahren kennen. Man hat das genaue Muster und seit Craft Check 10 kenne ich es auch in- und auswendig. Das hier ist eine Pyramide. Aber dann frage ich mich, warum ist die Pyramide so, mir fehlt hier irgendwie so ein bisschen die Spitze, oder? Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, das ist sweet, aber so optisch könnte noch ein bisschen... wobei, ich will nicht zu sehr... Nein, es ist schon cool. Es sieht halt wirklich, der Wiedererkennungswert ist halt unfassbar krass. Das ist halt, ja, das ist halt schon gigantisch. Es ist halt aber auch wieder eine Pyramide. Ich glaube, eine Pyramide ist jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt, das Ding halt so zu bauen. Aber mit den Türmen, vielleicht fehlt ein bisschen Tiefe bei den Türmen. So hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber wenn wir in diese Pyramide reingehen, jetzt interessiert es mich mal. Wir haben wieder die Säulen, so wie wir sie halt auch aus der echten Pyramide kennen. Hier vorne haben wir... Ey, also versteht mich nicht falsch, aber ist das ein Bär? Für mich ist das ein Bär, der uns irgendwo noch nach unten führt. Generell haben wir hier ein bisschen okay mit so ein paar Säulen, mit einem riesigen Becken. Hat schon definitiv was Episches. Wir haben auf jeden Fall Sandstein verbaut, also wen wundert's? Mich würde jetzt erstmal interessieren, bevor wir dort runtergehen, können wir hier rein? Gibt es hier was? Okay. Bezweifle, dass dann hier was ist, ja. Verwundert mich jetzt nicht allzu sehr. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, was ist hier? Die Grabstätte? Okay. Es geht hier auf jeden Fall weit nach unten. Wendeltreppe. Und dann sind wir hier... Boah, okay, das gibt mir schon ein bisschen Vibes. Mit so der richtigen Musik und dann noch ein bisschen auf Szene. Kannst du dir schon vorstellen, du läufst hier gerade zur Grabstätte des Pharaos. Boah, das ist schon cool gemacht mit den Chiseled Sandblocks. Ja, mit den Chiseled Sandstones sieht das schon cool aus. Das hier hat irgendwie... Okay, gehst du hier durch und... Tripwire, eine Falle. Ja. Ist hier aufgegangen. Dripstones sind von oben wahrscheinlich runtergefallen. Naja, also ob das jetzt so episch kommt mit der Tür, dann hast du halt wieder Tripwire Hooks, die Fire Charges schießen. Das ist süß gemacht. Wenn ich jetzt hier drauf trete, was passiert? Ist vollkommen egal, ob ich da drauf laufe, glaube ich. Ah, so auf Tarnung. Okay, verstehe. Und dann gibt es hier, ja, gibt es hier den großen Loot. Ja, ist halt ganz nett gemacht. Ist jetzt halt, nur müssen wir halt. Ist jetzt nicht die Hardcore-Trap, oh mein Gott. Aber könnte ja auch ausreichen. Dann haben wir hier den Swimmingpool mit Barrels. Ich will wissen, ob irgendeines gefüllt ist. Ja, ich habe den Riecher. Da waren viele Dias drin. Okay, I see.
Und dann geht es hier sogar noch weiter runter. Okay, also hier wurde definitiv im Vergleich zur letzten Bestellung nochmal ordentlich mehr gemacht. Dann haben wir hier... Krass, es wurde richtig viel gemacht. Was soll das für ein Tier sein? Ist das ein Mammut? Gott. Haben wir den nächsten Raum? Also, ich will mich nicht über die Schwierigkeit beschweren, weil, also ja, halt Magma-Blöcke, oh, darfst du dich berühren, aber ihr müsst halt bedenken, man kann auch einfach sneaken und du kriegst keinen Schaden an Magma-Blöcken. Und selbst wenn, wäre der Schaden... Also, es geht jetzt nicht darum, die Qualität der Fallen und Räume jetzt hier so krass zu bewerten. Das hier... Ist schon ein bisschen ordentlicher. Es wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Es wurde auf jeden Fall nicht halbherzig einfach zu Ende gebaut. Aber okay, das ist schon... Achso, Bro, Hilfe. Wie viel? Wie riesig? Und was gibt es denn hier am Ende zur Belohnung? Ja, 2 Dias. Ein Feather vorne. Ja, ist okay. Nochmal eine Wendeltreppe? Lass mich ran. Zu 100%. Wasser. Lava, Wasser. Oh. Nö. Einfach nur Lava. Und das ist dann das Ende. Das ist schon ein komplexer... Also... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Also hier sind auch ein paar Secrets und so drin. Dann kommst du hier lang. Hast du hier... Ist das, hast du hier nochmal so einen Schatz... Eine Schatzkammer, einen Goldraum. Ja, also es wurde sich auch mit Mühe an stabiles Loot gemacht. Es ist halt wirklich gigantisch. Es ist eine riesige Struktur mit riesigen... vielen Räumen. Es ist halt, sage ich euch so, sagt mir eure Gedanken. Ich tue mich ein bisschen schwer, das hier zu bewerten, weil ich finde es schon, ja, gut gemacht. Aber kann man, also, ich glaube, eine Pyramide schick zu upgraden. Ja, das geht besser. Ich weiß, ich bin nicht zu kritisch, aber vielleicht habe ich auch gerade den Anspruch an 1000-Euro-Map. Wenn das jetzt hier am Ende 150 Euro war, dann ist das vollkommen gut. Aber hier ist das Ding so ein bisschen, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, 1000 Euro waren das für mich jetzt irgendwie auch nicht. Aber welche Map hat denn hier 1000 Euro gekostet? Ich glaube, es wird langsam Zeit, zum großen Preis-Reveal zu kommen. Und ich sag euch ehrlich, ich könnte mir heute vorstellen, dass wir alle richtig gemacht haben. Erste Bestellung. 150 Euro habe ich gesagt und es sind 50 Euro. Deckel drauf. Super. Preis-Leistung fand ich vollkommen gut. Vollkommen in Ordnung. Fand ich wirklich eine gelungene Struktur. Was hast du denn aber gekostet? Das Dorf. Das Dorf war für mich 50 Euro. Okay, die beiden waren vertauscht. 150 Euro für das Dorf. Ja, geht auch noch klar. Und ihr beide, dann muss das richtig gewesen sein. Weil hier wurde sich halt noch sehr viel... Oh, ich weiß es nicht. Zeig mal. 500 Euro hierfür. Und dann hier... 1000 Euro für die Pyramide. Boah. Ein bisschen Bauchschmerzen. Es wurde bei der Pyramide halt schon eine Menge an Detailarbeit geleistet. Ja, wir hatten eine Menge Räume unten. Aber meint ihr, ich kann damit zufrieden sein? Ist das Geld gut investiert? Habe ich gerechtfertigte Sachen bekommen? Lasst es mich wissen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Und damit geht mal wieder eine weitere Fiverr-Folge, eine weitere Fiverr-Episode zu Ende. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Lasst unbedingt einen Like da. Wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht bei der nächsten Fiverr-Episode. Bin gespannt, was uns alles noch so erwarten wird. Dankeschön für euren Support. Ich freue mich, dass ihr mal wieder am Start wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao, ciao.